Ja, lieber Johannes, vielleicht kannst du auch gerade noch mal was sagen zu meinem Leitwert und Gesamthärte- und Nitrattest. Wie ist denn das mit dem Leitwert? Habe ich das so richtig erklärt oder gibt es da dazu noch was zu sagen? Ich will das gerne nochmal aus meiner Perspektive zusammenfassen. Das ist mit dem Leitwert im Grunde genommen ganz einfach. Der Leitwert zeigt die Größe an Stoffen, die im Wasser ionisch gelöst sind, die elektrischen Strom leiten können. Deshalb heißt es auch Leitwert, weil dann eben elektrischer Strom fließen kann. Und wenn wir das Leitungswasser heute anschauen oder Trinkwasser generell anschauen, dann wird der Leitwert zu 98% von gelösten Alkali- oder Erdalkalisalzen bestimmt. Das heißt, alles, was an Kalium, Calcium, Natrium und Magnesium Wasser drinnen ist, das bestimmt im absolut Wesentlichen den Leitwert. Stoffe wie zum Beispiel Medikamentenrückstände oder Hormone, die sind im Leitwert nicht sichtbar. Das gilt übrigens auch für Unkrautvernichtungsmittel, also für Fungizide und Pestizide. Die verändern den Leitwert so marginal, dass man das praktisch nicht erkennen kann. Nitrat war die zweite Frage. Ja, dem lieben Nitrat, den haftet ein schlechtes Image an. Das ist in der Tat so. Und ich stelle mir manchmal die Frage, warum das so ist. Hat sicher einen einfachen Grund. Wenn Wasser mit Nitrat belastet ist oder wenn Gemüse mit Nitrat belastet ist, und jetzt sage ich auch bewusst belastet, erkläre ich auch gleich, dann ist das für Säuglinge ein echtes Problem, weil die dann nicht richtig in der Lage sind, den Sauerstoff aus den roten Blutkörperchen aufzunehmen. Für uns Erwachsene sieht die Situation vollkommen anders aus. Es gibt inzwischen einige Studien, die zeigen, dass Nitrat eine blutdrucksenkende Wirkung hat. Wurde unter anderem in London an einem Krankenhaus untersucht, wo man sehen konnte, dass Menschen mit Bluthochdruck, die nitratreiche rote Beete gegessen haben, davon profitieren konnten, weil der Blutdruck gesunken ist. Ist darauf zurückzuführen, dass ein wichtiger Stoff in unserem Stoffwechsel, NO-Gas, dass das durch freie Radikale beschädigt wird und das Nitrat sorgt eben dafür, dass das sozusagen wieder rückverwandelt werden kann in seine ursprüngliche Funktionalität. Und so können wir dann da eben auch die Funktion nutzen, dass eben da die Gefäße entspannt werden durch dieses NO-Gas. Dazu kommt noch was anderes. Der Grenzwert für Nitrat im Trinkwasser, der liegt bei 50 Milligramm pro Liter. Wenn wir heute einen Kopfsalat kaufen, dann haben wir im ungünstigsten Fall in einem Kopfsalat 6 Gramm Nitrat. Und wenn ich hier zwei Gäste am Tisch habe und wir machen Kopfsalat und wir teilen die 6 Gramm durch 3, hat jeder 2 Gramm Nitrat gegessen am Abend. Jetzt kann man sich leicht ausrechnen, wie viel Liter Wasser man trinken müsste, wenn der Höchstwert an Nitrat im Wasser gelöst ist. Eine unfassbar große Menge. Nitrat ist natürlich nicht nur im Kopfsalat, das ist auch in den Möhren drin. Alle Pflanzen brauchen Nitrat zum Wachsen und so ist dieser Stoff, ob nun gedüngt wird oder nicht, natürlicherweise in Gemüse enthalten. Und darum ist es einfach wichtig, das immer so im Kopf zu haben, dass man das nicht so sehr auf die Angstmacherschiene schiebt und von der Gefahr vom Nitrat spricht. Nitrat wird vielleicht ein bisschen zum Risiko, wenn man viel Salami isst, mit Nitritpökelsalz gepökelt. Da kann man dann schon mal schnell auch größere Mengen zu sich nehmen. Auch das nur so als kleinen Ausblick auf das, was mit Nitrat noch zu tun haben kann. Ja, prima. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum Schwermetalltest. Hallo, heute geht es an den Schwermetalltest. Und ich habe hier den Schwermetalltest von der Firma MK Pharma. Und das ist ein anerkannter Schwermetalltest, der auch für Urin- und Blutproben, aber auch für Wasserproben genommen wird. Wie wir schon im Video, im Webinar besprochen haben mit Johannes, ist es schwierig, weil ich hier keine Laborbedingungen habe. Aber das haben die Wassertester allgemein ja auch nicht. Denn die ganzen drei oder Proben sollten alle auf den pH-Wert gemeinschaftlich von 7,0 runtergepuffert werden. Aber es gibt trotzdem Ergebnisse, wie man nachher sieht.
Deswegen haben wir uns entschieden, den Schwermetalltest euch zu zeigen, da der eben Bestandteil ist von ganz vielen Wasserproben, die dann im Haushalt gemacht werden von sämtlichen Vertretern, die eben Anlagen verkaufen. Und daher beginne ich jetzt. Ich habe also hier meine drei Wasser wieder, Leitungswasser, Osmosewasser von meiner Osmoseanlage und basisches Wasser aus dem Aquion entnommen. Das ist schon alles vorbereitet, damit das jetzt zügig durchgeht, denn ja, man muss da schnell sein. Also ich kann da nicht noch lange Wasser zapfen, das dauert sonst alles zu lange. Die Proben hintereinander müssen zügig abgearbeitet werden. Und hier ist meine Testdurchführung. Ich habe schon das Dizionplättchen in jedes Röhrchen reingetan. Und jetzt tue ich einfach meine Flüssigkeiten einfüllen und wir sehen uns gleich wieder. So, alle drei Wässerchen sind jetzt aufgefüllt mit einem Milliliter Tesol. Das ist die Flüssigkeit. Überall ist das Tiziol-Plättchen drin und wie man sieht, sind alle hier schon am grünen Grünfärben und das ist auch der Standpunkt 0 in Grün. Und jetzt beginne ich nach und nach unsere Wasser hinzuzufügen und wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt haben wir also von der ersten Probe jeweils die Wässerchen eingefüllt, 2 Milliliter. Und man sieht jetzt hier schon im Regal, wie das beginnt langsam zu reagieren. Wir warten auf jeden Fall eine Minute ab und dann füllen wir weiter auf. Das Röhrchen A ist das Leitungswasser, das Röhrchen B ist die Osmosewasser und das Röhrchen C ist das Aquionwasser, basische Stufe 2 habe ich da genommen. Man sieht also schon ein bisschen eine leichte Färbung. Osmosewasser und Aquion, also beide gefiltert, haben noch diese grüne Farbe. Und beim Leitungswasser haben wir hier schon so einen Grauschleier drin. Aber noch können wir jetzt die Farben nicht eindeutig bestimmen. Und ich werde jetzt also weiter auffüllen, bis sich die Farben eindeutig zeigen. So, ich habe jetzt also von jedem Wässerchen wieder was aufgefüllt auf insgesamt 4 Milliliter und jetzt ist also deutlich mehr drin und deswegen sieht man jetzt auch schon langsam, wie sich beginnt was einzufärben. Also das Leitungswasser hier von mir sieht man schon, dass das sehr stark milchig ist und dass es so ein Touch ins Pinkfarbene geht, sehr leicht. Auch die Osmose ist hier ein bisschen leicht milchig eingefärbt und das Wasser hier von Aquion, das ist noch mit am besten. Also man sieht auch, dass sich das da oben abgesetzt hat, obwohl ich alle drei gleich geschüttelt habe. Das hat vielleicht was mit der Ionisierung zu tun, da müsste man mal den Johannes dann nochmal dazu befragen. Okay, und wenn man jetzt eine Weile wartet, sieht man also auch, dass jetzt hier schon so ein lila Stich reinkommt beim Leitungswasser, was jetzt eben nach der Farbskala auf Kupfer hinweisen würde. So, jetzt haben wir insgesamt 5 Milliliter aufgegossen von jeder Probe und 6 Milliliter, sorry, und haben jetzt 7 Milliliter drin, insgesamt 1 Milliliter Tesol und 5 Milliliter von dem jeweiligen Wasser. Und wir sehen jetzt hier schon deutlich Probe A mit dem Leitungswasser, wie das jetzt milchig rosa wird. Ich nehme mal die beiden raus, damit ihr den Rest der Farbskala seht. Also eine pinkfarbene, rosane Färbung wäre Zink. Der Rot-Touch mit drin ist Blei und man sieht, dass es sich jetzt auch langsam ins Rote färbt. Das heißt also, Blei ist auf jeden Fall drin.
Und den Kupfer, den sieht man nicht mehr so. Das hat sich jetzt mit dem vermehrten Aufschütten von dem Wasser, hat sich das wieder verteilt. Also die Belastung ist jetzt nicht mehr so deutlich zu erkennen. Dann haben wir die Probe B, das Osmosewasser. Das bleibt grün und hat so eine milchige Einfärbung. Und wenn man jetzt nach der Farbskala schaut, könnte das ein Hinweis sein auf Cadmium, weil das ist so dieses cremefarbene, rosane, was das Ganze so milchig macht. Ist jetzt mal meine Vermutung, weiß ich nicht, ob das stimmt, das müssen wir noch abklären. Okay, hier die dritte Probe. Hat sich jetzt das Tisol, das eingefärbte da oben, richtig abgesetzt und es bleibt hellgrün, aber leicht milchig. Gut, ich fülle nochmal auf. Alle Proben sind nochmal um weitere 2 Milliliter aufgefüllt. Das heißt, wir haben also überall jetzt 8 Milliliter von jeder Probe drin und 1 Milliliter Dizion-Tesol-Mischung. Und jetzt warten wir gerade mal noch einen Moment. Man sieht beim Leitungswasser deutlich jetzt diese rosarote Farbe. B-Osmosewasser ist jetzt wieder grün, milchig grün. Und auch unser Aquion-Wasser bleibt milchig hellgrün mit etwas abgesetzten Grün. Ja, das spricht doch für die Filterung. Sehr eindeutig zu sehen, der Unterschied zum Leitungswasser. Ja, gut. Schritt von unserem Schwermetalltest. Wir haben jetzt also auf 10 Milliliter aufgefüllt mit einem Milliliter Tesol, Dition. Und wir sehen also deutlich das Ergebnis. Das rosa milchige Wasser hier oben auch rot schon abgesetzt. Also so richtig rot-rosa, milchig. Unser Trinkwasser aus der Leitung, unser Leitungswasser. Die Probe B-Osmosewasser bleibt einfach sehr milchig und hellgrün. Und auch die Probe C aus dem Aquion bleibt milchig hellgrün. Super. Und ich schiebe es nochmal zur Seite, damit ihr das hier auch nochmal besser sehen könnt. Das ist die Farbskala Zink-Blei. Und hier oben setzt sich das ab, ne? Das ist also so eine Mischung aus Pink und Rot. Und der Gelbstich, der fehlt. Also die Cadmium-Quecksilber hatte ich auch schon mal in einem früheren Test. Das kann ich jetzt hier nicht feststellen. Okay. Ja, ich greife das gerade mal auf. Wir haben ja das Ergebnis gesehen und das zeigt ja, dass eben das Dual-Filtersystem im Aquion gut funktioniert. Aber ich mag dennoch generell etwas zu dem Schwermetalltest sagen. Zum einen ist dieser Begriff Schwermetalltest tatsächlich aus meiner Sicht ein wenig irreführend, da Kupfer und Zink, die ja auch mit diesem Test abgefragt werden, zu den essentiellen Spurenelementen gehören, die wir für unseren Stoffwechsel zwingend brauchen. Und bei dem Dizon-Test, da gibt es noch ein paar andere Herausforderungen. Der lässt keine seriösen Rückschlüsse auf Mengen zu. Dazu kommt, dass die Empfindlichkeit je nach Schwermetall sehr unterschiedlich ist. So schlägt der Test bei Blei bereits bei einer Konzentration von 1 zu 1,2 Millionen an und bei Zink bei 1 zu 50.000. Also das ist alles sehr, sehr schwierig, weil die Verhältnisse nicht gut stimmen. Das hat auch dann Einklang in die Literatur gefunden. Im Handbuch der analytischen Chemie, erschienen im Springer Verlag von Fresenius und Jander bereits
1966 wurde das Ditizon-Verfahren als unspezifisch beschrieben, kann man da nachlesen, ab der Seite 165, 66 und folgende in etwa. Also auch wieder was Erstaunliches, denn die, ja, der Schwermetalltest, der wird ja sehr häufig genutzt. Und gut, dass der Test an sich natürlich nicht ideal ist, weil ja, der letztendlich im Haushalt stattfindet, auch von Menschen, die jetzt nicht keine Chemielaboranten sind, keine medizinische oder pharmazeutische oder sonstige Ausbildungen haben, sehe ich das auch als total kritisch an. Das habe ich ja selber gemerkt, dass ich da als Laie letztendlich schon gefordert bin, eben die Schüttelzeiten und die Reaktionszeiten und so weiter abzuwarten. Jetzt habe ich ja tatsächlich in meinem Test eben den Bleiwert hier erhöht gehabt und auch den Zink. Also Zink wäre jetzt nicht so von Bedeutung, weil wir das ja auch gerade bezüglich Immunsystem uns ja sogar auch als Nahrungsergänzung zuführen. Und wie ist es denn jetzt mit dem Blei? Du hast gerade gesagt, das Blei ist tatsächlich in sehr, sehr, sehr geringen Mengen. Das hat man ja gesehen, schon sichtbar. Und interessanterweise habe ich bei mir in den Stadtwerken auf der Seite nachgeschaut und da wird also tatsächlich auch gesagt, dass wir hier in unserer Gegend wirklich Blei im Trinkwasser drin haben können. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Stadt das nicht so, dass die Stadt das so liefert, sondern es hat damit zu tun, dass es letztendlich, bis es bei uns als Endverbraucher aus dem Trinkhahn rauskommt, aus dem Wasserhahn, haben wir eben die verschiedensten Rohrleitungssysteme, die zum Teil eben sehr veraltet sind. Aber es verunsichert natürlich, wenn jetzt so ein Test vorgeführt wird, so ein Wassertest im Haushalt, und dann haben wir hier natürlich nachher ein Rot, ein Rosa, ein Pink im Röhrchen und da haben wir natürlich ein Ergebnis und ja, das erzeugt einfach Unsicherheit und zum Teil natürlich auch Angst und bei manchen Menschen auch Panik, ne, wenn es kranke Menschen letztendlich sind, die so solche Sachen einfach total vermeiden möchten, dann sind die natürlich schwer verunsichert. Genau, also Blei ist sicherlich nicht der Stoff, der uns im Leben erfreuen wird, wenn wir ihn im Trinkwasser haben. Man kann ja ganz gut sehen, dass das herausgefiltert wird. Ich habe nochmal ein kleines Chart mitgebracht, wo man sehen kann, wie das im Labor sich zeigt, also mit genau präzisen Messergebnissen. Da kann man sehen, dass der Filter im Aquion die Konzentration von Blei, die im Leitungswasser hier eben zum Beispiel bei 0,09 Milligramm pro Liter lag, dann auf 0,005 gesenkt wurde, also mehr als eine Zehnerpotenz weniger. Da kann man sehen, das funktioniert gut und da muss man sich dann entsprechend auch keine Sorgen machen. Ja, lieber Johannes, das ist jetzt eben auch gerade nochmal das Thema. Ist denn jetzt in der Lage, ein Kohlefilter ist in der Lage, das Blei komplett mit rauszufiltern? Und was macht denn jetzt diese Krankenhaus, ich sag mal Krankenhausmembran oder Ultramembran? So wird ja aber auch die Osmose genannt. Die Osmosemembran wird auch Ultramembran genannt. Das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen verwirrend. Also erstens mal, kann denn jetzt ein Kohlefilter das Blei komplett rausfiltern? Vorausgesetzt, der Kohlefilter ist tatsächlich überwacht. Und zweitens, was macht jetzt die Ultramembran in der Osmoseanlage mit dem Blei und was macht die Ultramembran, die, ja, glaube ich, in der Krankenhaustechnik entwickelt worden ist, im Aquion, oder filtert im Aquion der Kohlefilter das Blei raus? Also grundsätzlich ist es so, dass auch bei der Umkehrosmose-Filtertechnologie ja nicht nur diese Osmosemembran da ist, sondern eben auch noch Vorfilter mit Aktivkohle-Block-Komponenten. Und da werden die meisten Stoffe, die man nicht im Wasser haben will, die werden eben auf diesem Wege auch herausgefiltert. Tatsächlich ist es so, dass mit einem Kohle-Block-Filter nicht alle unerwünschten Stoffe zu 100% aus dem Wasser herausgefiltert werden können. Das ist weder chemisch noch physikalisch möglich. Man wird immer noch das eine oder andere Ion von irgendeinem Stoff im Wasser haben, das aber so weit weg ist von irgendeinem Gedanken an Toxizität, dass man sich damit auch gar nicht zu beschäftigen braucht. Das ist ja definitiv so. Paracelsus hat das schon ganz schön auf den Punkt gebracht. Die Menge macht
das Gift. Vielleicht ein kleines Beispiel dazu, damit das ein bisschen plastisch wird. Wir wissen alle, dass Arsen wirklich sehr giftig ist. Und wenn man so eine Messerspitze Arsen in ein Glas Wasser auflöst und es dann trinkt, dann wird das sicher dazu führen, dass der Mensch, der das getrunken hat, sterben wird. Es gibt aber bei einigen Blutkrebsarten Therapien, bei denen Arsen gezielt eingesetzt wird, aber eben in extrem geringen Dosen, die nicht schaden, die aber hier therapeutisch wirksam sind. Und so ist es auch wichtig zu sehen, wenn ich mal so ein paar Metallionen oder egal was auch immer im Wasser habe, dann ist das auch naturkonform, weil die Natur ist auch voll allen möglichen Stoffen. Wenn ich in einer Region lebe, wo es beispielsweise Bauxitvorkommen gibt, dann werde ich Aluminiumionen im Wasser haben und anderes mehr. Also das ist unvermeidbar und auch tatsächlich nicht problematisch in keinster Weise. Um noch da die Filterleistung zu verbessern, haben wir tatsächlich in den zweiten Filter, den wir haben, so eine Hohlmembranfaser eingebaut. Die kann man sich vorstellen wie einen Gartenschlauch, der ganz viele kleine Löcher hat. Das heißt, der Gartenschlauch, der wird am einen Ende zugeknotet und am anderen Ende wird da an den Wasserhahn angeschlossen. Und wenn man den Wasserhahn dann einschaltet, dann spritzt das Wasser aus den vielen kleinen Löchern heraus, die in dem Gartenschlauch drin sind. Nun haben wir einen Gartenschlauch genommen, der ist winzig dünn, so ungefähr wie ein menschliches Haar, und haben dann da ganz winzig kleine Löcher reingemacht. 0,1 Mikrometer sind die groß, sodass eben alle Partikel, die größer sind als diese 0,1 Mikrometer, die werden dann noch zurückgehalten. Ja, mir fällt da gerade ein, so diese kleinsten Plastikteilchen, die im Moment der Umwelt das Leben schwer machen, die werden da zurückgehalten und eben alle anderen Partikel, die in der gleichen Größenordnung liegen, die bleiben auch dann zuverlässig im Filter. Bei der Umkehrosmose ist die Porengröße nochmal kleiner, sodass auch noch allerkleinste Teilchen in der Umkehrosmosemembran hängen bleiben. Mit dem erheblichen Nachteil, dass auch die Mineralstoffe Calcium, Magnesium, die sind besonders wichtig im Wasser, nicht durch die Umkehrosmosemembran hindurchkommen. Und dann haben wir eben ein Wasser ohne diese wertvollen Mineralstoffe. Und da kann ich heute zuverlässig und sicher sagen, wer dauerhaft Wasser trinkt, dem diese Mineralstoffe fehlen, der geht ein hohes Risiko ein, dass er mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu tun haben wird. Einige Krebserkrankungen werden begünstigt, ebenfalls Osteoporose. Also und das ist auch wissenschaftlich begründet, da gibt es ganz viele Studien dazu, kann man leicht überprüfen. Und ich finde, das ist einfach auch wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist, wenn man sich für irgendein System entscheidet, das Wasser veredelt, muss man eben gucken, was hat dieses Wasser am Ende für mich für Konsequenzen, wenn ich es trinke. Ja, das ist das Entscheidende überhaupt. Und wenn ich weiß, dass es einen guten Filter gibt, der vernünftigerweise das aus dem Wasser heraus nimmt, was draußen sein soll, dann bin ich im guten Bereich. Und wenn ich dann noch weiß, dass das Wasser noch so ein paar elektrophysikalische Eigenschaften bekommt, die meinem Stoffwechsel extrem gut tun, also die starke Antioxidabilität, die Basizität, gelöster Wasserstoff, kleine Cluster, moduliertes Infrarotlicht, dann habe ich doch die ideale Wasserlösung quasi schon präsentiert in meiner Küche stehen. Ja, wunderbar. Da bin ich jetzt erstmal befriedigt mit der Erklärung, leuchtet mir auch total ein und macht mir auch klar, dass es eben sinnvoll ist, eben nicht nur einen Tischfilter, einen Kohleblockfilter zu haben, der alles tut, sondern vielleicht auch in Richtung Gesundheitsprävention zu gehen. Wir werden also später nochmal darüber sprechen, dass was die Schwingung im Wasser bewirkt, was Wasserverwirbelung bewirkt. Und jetzt gehen wir aber erstmal weiter zu meinen Tests, denn ich habe noch ein paar. Also ich habe diesen Walnuss-Test gemacht und den habe ich ja sogar gleich zweimal gemacht. Und ja, da hätte ich dann auch gern mal von dir noch eine Erklärung, eine physikalische Erklärung. Also meine Nüsse sind alle nicht untergegangen. Also ich hatte selber gesammelte Nüsse von dem Walnussbaum. Und dann habe ich noch Bionüsse extra gekauft. Also
Bei mir ist keine Nuss untergegangen. Was sagst du denn dazu, wenn in so einem Test eine Nuss untergeht? Sind das überhaupt ein aussagekräftiger Wert oder ist das einfach nur ja, ein Argument, was man vielleicht gar nicht richtig nachvollziehen kann? Naja, es ist ja so, wer sich mit Biologie beschäftigt, der lernt schnell, dass Biologie zwei Hauptgebiete hat, die Zoologie und die Botanik. Und die Zoologie, die hat mit lebenden Wesen zu tun, die einen Blutkreislauf haben und anderes mehr. Und bei der Botanik sieht es eben ein bisschen anders aus. Bei der Botanik spielt bei den Pflanzen das Thema Osmose eine zentrale Rolle. Das ist der natürliche Vorgang, der dafür sorgt, dass Wasser aus dem Wurzelbereich der Pflanze bis in die letzte Blattspitze gelangen kann. Das funktioniert so, hatte ich auch schon mal erklärt, dass eben da, wo die Teilchendichte größer ist, das Wasser hinstrebt mit der niedrigeren Teilchendichte. Das ist, wenn denn die Walnuss untergehen würde, da auch der Fall. Die Walnuss schwimmt ja im Wasser mit einer sehr niedrigen Teilchendichte. Und wenn das Prinzip da funktioniert und die Walnuss auch noch entsprechend fit ist, dann kann es tatsächlich so sein, dass das Wasser mit der niedrigen Teilchendichte, eben das ist das Wasser, was die Walnuss umgibt, in die Walnuss eindringt und dort zu den in die Walnusszellen hineingelangt mit der höheren Teilchendichte. Und wenn dann mehr Wasser in der Walnuss drin ist, wird sie in Summe schwerer und kann auch entsprechend versinken. Warum das in der Praxis so nicht funktioniert hat, kann ich dir tatsächlich nicht erklären. Und ich habe diesen Test bisher nur beschrieben bekommen und noch niemals live gesehen, dass er funktioniert hat. Deshalb kann ich auch mehr gerade dazu gar nicht sagen. Ja, da habe ich natürlich dann, habe ich mir auch schon gedacht, ne? Also das ist irgendwo tatsächlich, ja, warum jetzt die Nuss sinkt oder nicht, wie auch immer. Aber es gibt noch weitere Tests, die ich ja dann alle ausprobiert habe und dann komme ich mal zum Buttertest. Also der Buttertest, der ist ja tatsächlich so, da geht es eben um die Löslichkeit. Ist ein Wasser in der Lage, tatsächlich etwas aufzulösen oder nicht? Und ihr seht ja dann im Video, wie letztendlich das Wasser mit den vielen Mineralien drin das Fett nicht so optimal vom Messer lösen kann. Die Osmosewasser hingegen kann das sehr wohl. Also da geht es deutlich, deutlich besser. Und was man im Test allerdings nicht sieht, beim basischen Wasser aufgefallen ist, also das Fett löst sich genauso gut wie beim Osmosewasser. Und ich habe sogar nachher im basischen Wasser einen leicht milchigen Film, also die Butter hat begonnen, sich aufzulösen. Und das ist beim Osmosewasser nicht der Fall gewesen. Finde ich sehr spannend. So, weiter geht's mit dem Buttertest. Ich habe hier für unsere drei verschiedenen Wasser habe ich drei Messer mit Butter schön eingeschmiert für unseren Versuch. Und wir starten mit dem Leitungswasser. Lass hier Leitungswasser raus. Und nehme das erste fettige Messer. Und schau mal, dass ich das hier mit dem Leitungswasser ohne Spülmittel wohlgemerkt. Gibt es hier diese Schlieren, ist ja klar. Und ja. Achso, du hast das. Gut. Das ist natürlich hier. So, Buttertest Nummer 2 mit Osmosewasser. Und ein neues Messer mit Butter dran. Das Messer von vorher mit dem Leitungswasser liegt noch hier. Spülbürste und Schüssel sind sauber.
Und wir haben ja jetzt das relativ leere Wasser von der Osmose, wo kaum mehr Mineralien drin sind. Und hier löst sich die Butter, wie erwartet, deutlich besser und schneller. Oder so. Messer Nummer 2. So, wir sind noch beim Buttertest. Wieder ein buttriges Messer und diesmal testen wir mit stark alkalischem Wasser im pH-Wert 10,0 von Aquion. Der Turbo-Modus ist eingeschaltet. Bitte nicht trinken. Die Wasserzufuhr stoppt. Die Schüssel und die Bürste sind natürlich wieder vorher mit Spülmitteln sauber gemacht. Und wir schauen mal, was ist jetzt passiert. Auch mit dem stark alkalischen Wasser wird das Messer relativ schnell wieder sauber. Und man sieht auch hier an dem leicht getrübten Wasser, dass die Butter schon im Wasser recht gut gelöst ist. Ja, relativ gut sauber geworden. Ähnlich wie beim Osmosewasser. Hier sind die 3 nochmal. Das war das Leitungswasser. Das war das Osmosewasser. Und das ist das alkalische, stark basische Wasser von Aquion. Kannst du da nochmal kurz was dazu sagen? Ja, das in der Tat, das kann man sehr gut sehen. Basisches Aktivwasser hat eine hohe Fettlösekraft und es gibt zum Beispiel Reinigungssysteme, die ohne Chemie funktionieren, auf der Basis von basischem Aktivwasser. Funktioniert sehr gut. Es gibt sogar da Methoden, wie man Ölpipelines mit hochbasischem Wasser reinigen kann, weil man eben dann da auf die Chemie verzichtet. Es gibt Anlagen für hochbasisches Aktivwasser, das eingesetzt wird in der Automobillackiertechnik. Da müssen ja auch die Stahlteile, die müssen vollständig entfettet sein, bevor die mit Farbe beschichtet werden können. Und da kann man sehr gut, und das wird auch in der Praxis getan, hochbasisches Wasser nehmen. Das löst das Fett von der Oberfläche weg und man kann vollkommen auf Chemikalien verzichten. Das ist eben eine der Eigenschaften, die dieses Wasser hat. Und was bedeutet denn jetzt das für unseren Stoffwechsel? Also soll denn das jetzt so hochlöslich sein? Also ist das jetzt ein Wert, wo man sagen kann, ja, da ist dann letztendlich tatsächlich ein Reinigungseffekt auf Zellebene, dass sich da eben irgendwelche Giftstoffe oder sowas leichter aus dem Gewebe rauslösen können? Oder was bringt uns unserem Körper denn dieses Experiment jetzt? Also tatsächlich ist es aus der Sicht des Physiologischen, glaube ich, sind andere Aspekte, was die Basizität anbelangt, von Bedeutung. Wenn wir daran denken, dass wir eben mit einem unausgewogenen Säure-Basen-Haushalt häufig zu tun haben, dann wird das basische Aktivwasser wird interessant in mit seiner Funktionalität. Und der Dr. Irlacher, der als Kurarzt tätig war, der hat das ja auch ganz gut gezeigt mit seinen Patienten, dass man eben die als Neutralsalze eingelagerten Stoffwechselabfallprodukte eben mit basischem Aktivwasser gut lösen kann und auch dann aus dem Stoffwechsel wieder ausscheiden kann. Das ist an der Stelle die Funktionalität
Da ist jetzt das Thema Fettlösekraft, spielt das sicherlich keine besondere Rolle. Das Thema Fettlösekraft ist mehr so ein Symbol dafür zu zeigen, das ist ja interessant, was dieses Wasser alles für Eigenschaften hat. Ja? Das ist eben nicht nur für physiologische Aspekte von Bedeutung, sondern es hat eben auch noch eine Reihe von anderen Funktionen, die an anderer Stelle nützlich sind. Ach so, stopp, zurück. nicht ganz zurück. Ich nutze das hochbasische Wasser bei mir zu Hause und wasche damit meine Äpfel und Tomaten ab, weil die möglicherweise gespritzt sind. Und wenn die gespritzt sind, soll natürlich möglichst vermieden werden, dass die vom Regenwasser abgewaschen werden. Und hat man dann eben die Basenkraft, um eben auch fettige Spritzmittel vom Abfall abzuwaschen. Das funktioniert damit natürlich ganz hervorragend. Ja, wieder was gelernt. Mega. Und das ist natürlich ein ganz, ganz interessante Geschichte, wenn ich jetzt mein Obst oder Gemüse, wenn ich jetzt mal nicht alles Bio kaufe, tatsächlich dann mit dem basischen Wasser abspülen kann und da eben das wirklich entfernen kann. Das ist ja richtig klasse und ist natürlich auch irgendwo ein Stück weit eine Aussagekraft, dass es dann der Körper das dann mit dem basischen Wasser natürlich auch besser entgiften kann. Also das ist jetzt natürlich wieder mein logischer Rückschluss. Und dann komme ich da gleich zum nächsten Thema, nämlich der Teebeuteltest. Also der Teebeuteltest, das ist bei den Wassertestern halt ein sehr beliebter Test, weil man da eben sehr, sehr schön sehen kann, den Unterschied zwischen dem Osmosewasser und dem Wasser, wo eben Calcium, Magnesium und so weiter noch drin ist. Das werdet ihr jetzt dann gleich im Test sehen. Kommen wir zum Teebeuteltest. Ich habe hier schwarzen Bio-Tee und das hier ist das Leitungswasser aus meiner Hausleitung gekocht, im Moment gerade ein bisschen am Abkühlen. Und das schütte ich jetzt hier in das Teeglas mit dem Leitungswasser. Prima. So, Wassertest Phase 2. Ich habe jetzt Osmosewasser aufgekocht und schütte das jetzt in mein Bio-Schwarzteeglas. Ja, Phase 3 von unserem Teebeuteltest. Wir haben wieder gekochtes Wasser und Bio-Schwarztee. Und hier ist basisches Wasser Stufe 2 mit dem pH-Wert von 9,0 im Glas. So, wir haben jetzt 1-2 Minuten gewartet mit unserem Teebeuteltest und haben jetzt hier unsere 3 Tees mit 3 unterschiedlichen Wassern im Glas. Einmal der Tee mit dem Leitungswasser, der Tee mit dem Osmosewasser, mit dem gering remineralisierten Wasser und C, das Aquion basische Wasserstufe 2 mit einem pH-Wert von 9,0. Was fällt uns jetzt auf? Dass das mittlere Wasser, mittlere Teewasser recht klar aussieht. Denn hier sind die wenigsten Mineralien im Wasser gewesen. Und das Leitungswasser und das Aquionwasser. Ich mache mal den weißen Hintergrund hier noch, dann sieht man das noch ein bisschen besser. Sowohl von der Farbe etwas drüber. Und das machen eben die Mineralien im Wasser aus. Wir müssen auch hier nochmal dahinter stellen.
Wir warten jetzt noch mal eine halbe Minute und schauen dann noch mal auf die Gläser. So, letzte Phase von unserem Teebeuteltest. Wir haben jetzt also circa 2-3 Minuten den gekochten Schwarztee in unseren drei Wässerchen stehen und wir sehen jetzt mal von oben drauf. Links haben wir das Leitungswasser und man sieht so winzige Schlieren, aber minimal. Leider sieht man es nicht ganz so optimal hier auf dem, ja. Und hier in der Mitte haben wir komplett klares Teewasser. Da sind also keinerlei Schwebstoffe oder Schlieren auf der Wasseroberfläche zu sehen. Und hier beim aquion-basischen Wasser sieht es also ganz ähnlich aus. Es sind so ein paar kleine Schlieren drauf. Auf den ersten Blick auch so leicht meinen könnte, das sind so ein kleiner Bullaugen, wie so ein Fettfilm. Ne? Das ist aber letztendlich sind das die Mineralien, die sich an der Wasseroberfläche abgesetzt haben. Hier nochmal. Und man sieht auch den Unterschied, nämlich dass der Tee mit den Mineralien im Wasser gebunden deutlich drüber ist als der Tee mit dem Osmosewasser in der Mitte. Genau. Und es ist natürlich klar, das sieht sehr appetitlich aus, dieses schöne, klare, rötliche Braun in dem Glas. Und bei den anderen, bei den anderen Wässern ist es eben, wird es trübe. Und wir haben auch so ein bisschen Schlieren auf der Oberfläche, die auch so ein bisschen ganz an so einen leichten Ölteppich erinnern. Also es ist natürlich deutlich appetitlicher, dieses schöne rotbraun-klare Teewasser im Glas zu haben. Und was sagt uns das denn jetzt? Also die Löslichkeit, das kommt ja letztendlich auch darauf an, wie schnell sich das letztendlich rauslöst. Also der Teeextrakt ins Wasser übergeht. Das sehen wir dann auch beim Kaltwasser-Tee-Experiment gleich. Vielleicht blenden wir das gleich als nächstes ein. Der letzte Test mit dem Teebeutel und dem kalten Wasser mit dem Aquion-Stufe-Turbo-Wasser. Ich fange wieder von vorne an, weil wir müssen ja wieder Leitungswasser erst haben. Osmosewasser. Und Turbowasser aus dem Aquion. Der Turbomodus ist eingeschaltet. Bitte nicht trinken. Die Wasserzufuhr stoppt. Beutel. Teebeutel. Teebeutel mit dem schwarzen Bio-Tee. Dann warten wir gerade wieder einen Moment. Und schauen mal, was mit unserem Turbowasser passiert. Die Gläser mal ein bisschen näher zusammen. Das zeichnet sich recht schnell ab. Turbowasser ist ein bisschen schneller eingefärbt. Wogegen sich hier noch nicht so viel tut. Eins, zwei, drei.
erste Glas ist noch recht hell. Das Osmose ist wieder etwas dunkler. Und das Aquion ist diesmal auf jeden Fall ganz deutlich ganz vorne mit der Einfärbung. Wegen eins. Ja, ganz deutlich, dass das letzte Wasser mit dem Stufe Turbo im stärksten alkalischen basischen Wasser hat die dunkelste Farbe. Ist auch gar nicht so schwierig. Ganz klar, wenn man Tee mit dem üblichen Verfahren aufbrüht, mit heißem Wasser, dann wird man in der Tat sehen, bei schwarzem Tee ist das besonders gut sichtbar, dass eben dann, wenn das Wasser wertvolle Mineralstoffe enthält, dass sich dann eben auf der Wasseroberfläche so Schlieren bilden, die sicherlich kein optisches Highlight sind, die aber ein gutes Indiz dafür sind, dass wertvolle Mineralien im Wasser gelöst sind. Für den Teetrinker oder für viele Teetrinker ist das auch tatsächlich ein gutes Zeichen, weil Calcium auch ein wichtiger Geschmacksträger ist und da eben auch das Teearoma nochmal anders transportiert werden kann. Bin ich kein Experte dafür, kann das nur an der Stelle von einem Teetrinker zitieren. Ganz spannend ist natürlich in der Tat, was passiert, wenn ich kaltes Wasser nutze, also wenn ich meinen Teebeutel in ein Glas kaltes Wasser einbringe, kann man sehr schön sehen, dass die Lösekraft und die Lösefreudigkeit von basisch ionisiertem Wasser exzellent ist und es eben auch ohne Hitze aus dem kalten Wasser sozusagen einen kalten Tee machen kann, weil es in der Lage ist, die Stoffe da aus den Teeblättern herauszulösen. Also das finde ich auch ganz wichtig. So Lösekraft, egal für was, wir hatten das vorhin schon mal gehabt, wenn es um diese im Zwischenzellraum eingelagerten Neutralsalze geht, auch die müssen gelöst werden und das kann eben basisches Aktivwasser ganz besonders gut und das sieht man an diesem Test, finde ich sehr schön. Perfekt, haben wir da auch eine gute Erklärung und ich habe ja beides hier, ich habe ja die Osmoseanlage und den Tee, den Aquion. Ich werde das jetzt extra nochmal für mich testen, welcher Tee mir besser schmeckt. Denn ich habe ja 12 Jahre jetzt eine Osmoseanlage und ich bin natürlich jetzt den Osmosewassertee gewöhnt. Und wie mit dem Wassertrinken auch, man gewöhnt sich da einfach dran. Ne? Und deswegen werde ich da jetzt nochmal besonders drauf achten, wie das Aroma ist vom Tee jeweils. Ja, ja, dann habe ich noch weitere Fragen. Und zwar das Thema Verwirbelung. Was kannst du uns denn da erzählen? Also es gibt ja ganz, ganz verschiedene, unabhängig auch davon von Osmoseanlagen, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, das Wasser zu beleben, sagt man da dazu, und zu verwirbeln, damit es hinterher hexagonal ist. Was kannst du uns denn da noch Wichtiges dazu sagen? Also tatsächlich ist es so, dass frisch geschmolzenes Gletscherwasser oder ganz frisch aus der Quelle sprudelndes Quellwasser andere innere Strukturen aufweist als die Wässer, die wir als Oberflächenwasser oder Leitungswasser finden. Und das Thema ist, dass bei den Oberflächenwässern oder Leitungswasser große Molekülhaufen entstehen. Und bei dem Quellwasser oder Gletscherwasser diese Molekülhaufen viel kleiner sind und damit das Wasser leichter durch die Gewebeschichten im Körper hindurchdringen können, um dann bis zur Zelle zu gelangen. An der Zelle selbst ist die Clustergröße für den Transport des Wassers in die Zelle nicht mehr entscheidend, sondern hier geht es dann darum, dass
eher eine moderate Basizität hilfreich ist, weil die Aquaporine auch was mit elektrischen Ladungen zu tun haben. Und wenn negative Ladungen im Wasser überwiegen, dann können die Wassermoleküle leichter in die Zelle hinein. Und negative Ladungen überwiegen immer dann, wenn eine Lösung basisch ist. Die hexagonale Struktur, die kann man wiederherstellen, wenn man das Wasser mit einem intelligenten Verfahren verwirbelt. Der Viktor Schauberger hat da mal gute Konzepte dazu entwickelt und wir haben das Thema aufgegriffen und haben einen Entwickler und Hersteller gefunden in Österreich, der für Aquion so ein spezielles Verfahren in die Tat umgesetzt hat. Und so gibt es das Aquion Quellwassermodul, in dem das Wasser eben verwirbelt wird. Dazu kommt, dass es neben dem Verwirbeln auch an Glasviolen vorbeifließt, die mit hochwertigsten Quellwässern gefüllt sind und da eben auch ein energetischer Austausch erfolgen kann. Das kann man sich eben da nochmal anschauen. Wie funktioniert das Ganze überhaupt? Tatsächlich ist es so, dass die Wassermoleküle auf der einen Seite ein Sauerstoffteilchen haben, auf der anderen Seite ein Wasserstoffteilchen haben. Die sind gegensätzlich geladen und so ziehen die sich entsprechend an. Plus und Minus logischerweise ziehen sich an. Und bei so einem Wasserklotz, da ist das eben mehr so, dass da eine große Menge an Molekülen in irgendeiner Form der ungeordnet zusammenkleben. Und wenn man das hexagonal macht, dann sind es immer jeweils so 6 Moleküle, die da entsprechend in ihrer Struktur zusammenkleben. Ja, super erklärt, vielen Dank. Das fand ich jetzt auch nochmal sehr wichtig. Und was sich mir dann natürlich wieder für eine Frage aufdrängt, ist, wie viel Mineralien müssen denn drin sein, damit so ein Wasser überhaupt wieder lebendig sein kann? Also wenn ich jetzt hier meinen Remineralisierungsfilter habe in meiner Osmoseanlage, beziehungsweise hinterher die Mineralien wieder zugefügt werden, aber deutlich weniger, wie wir am Leitwert gesehen haben, sehr, sehr wenig. Reicht denn das überhaupt aus, damit das Wasser dann hinterher wieder lebendig ist? Also kann man denn Osmosewasser überhaupt wieder lebendig machen, wenn man dann in so ein Modul dann dran hat an der Anlage? Bringt das was? Naja, es ist sicherlich nicht ganz so einfach zu beantworten, weil da verschiedene Aspekte zu berücksichtigen sind. Also tatsächlich ist es so, dass es sehr schwierig ist, eine praktikable Menge an Mineralien in schneller Zeit in Wasser zu lösen. Und folgt man den Erkenntnissen der Studien von František Kocicek, dem tschechischen Wasserforscher, der da auch diese ganzen Studien weltweit zusammengetragen hat, wo es um die Frage geht, wie viel Calcium und Magnesium ist denn im Wasser gut, unter anderem, dann kann man eben sehen, man sollte schon tatsächlich als Optimum vielleicht 30 Milligramm Magnesium im Wasser haben und 80 Milligramm Calcium. Und da kriegt man dann schnell auch einen Leitwert hin von deutlich über 300 Mikrosiemens. Und damit kann man sehen, wenn man dann Umkehrosmosewasser mit Mineralien wieder remineralisiert, dann haben die diese besser selten mehr als 70 bis 100 Mikrosiemens Leitwert, wenn überhaupt. Und da ist man noch ganz weit von dem entfernt, was man braucht, um tatsächlich eine gesunde Menge an Mineralien im Wasser zu haben. Okay, also auch hier nicht so ganz einfach und habe ich auch wieder, finde ich jetzt auch wieder super erklärt, bin ich dir sehr dankbar als Osmoseanlagenbesitzer, weil das war mir eben auch nicht so wirklich klar. Spricht natürlich wieder dafür, dass das Wasser einfach tot ist und genau. Da habe ich jetzt eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen. Lieber Johann, ich bin dir sehr dankbar für diese ausgiebigen Erklärungen, die man ja jetzt so einfach, wie die Claudia auch schon zu Beginn des Videos gesagt hat, nicht so ohne weiteres an einer Stelle findet. Ja. Und ich glaube auch, es kommt ganz, ganz gut zur Geltung, dass du hier wirklich sehr, sehr intensiv geforscht hast und dass es dir daran liegt, eben auch ein präventives Wasser herzustellen, das eben nicht nur rein ist, sondern eben auch wirklich die Gesundheit fördert. Und da komme ich dann gleich
zur nächsten Frage wieder. Ich hoffe, ihr könnt noch, ihr Lieben, sonst müsst ihr einfach eine Pause machen. Ne? Einfach Pause machen und ein anderes Mal weiterschauen. Ich weiß, es ist sehr anspruchsvoll. Ich habe mich da durchgewühlt, weil ich einfach es wirklich wissen will. 12 Jahre Osmosewasser trinken und was mache ich jetzt? Mache ich das weiter oder lasse ich es sein? Und wenn ja, was mache ich jetzt? Ja? Deswegen war mir das einfach wichtig, da in die Tiefe zu gehen. Und wir beschäftigen uns jetzt noch mit dem pH-Wert und mit dem Redoxpotenzial. Was bedeutet denn das jetzt? Also genau, lieber Johannes. Naja, das ist ja so herausragend schwierig, würde ich mal sagen, ist es nicht. Der pH-Wert, die Begrifflichkeit, die kommt aus dem lateinischen Pontus Hydrogenii, die Kraft des Wasserstoffs. Und man kann eben immer sehen, je nachdem, wie hoch der Anteil an Wasserstoffionen ist, hat die Eigenschaft, die Flüssigkeit eine saure oder eine basische Eigenschaft. Und da kann man eben sagen, neutrales Wasser oder eine neutrale Flüssigkeit, die hat einen pH-Wert von 7. Und alles, was größer ist als 7, das ist dann eben entsprechend basisch. Und was kleiner ist als 7, das ist sauer. Und ich denke, wir können uns das gerne mal kurz anschauen, wie sich das in der Praxis darstellt und wo man das eben so ein bisschen einordnen kann. Und dann kann man hier eben sehen, Leitungswasser hier mit dem pH-Wert von 7, das ist neutral. Und dann geht es hier links ins Saure. Ja, da steht Sprudelwasser. Jetzt fragt man sich, warum ist Sprudelwasser sauer? Naja, Sprudelwasser enthält Kohlensäure. Kohlensäure als gelöstes Gas gibt Kohlendioxid als gelöstes Gas gibt Kohlensäure. Das ist eben sauer. Kaffee ist sauer, Essigessenz, klar, Isotrinks, die sind auch knackig sauer. Das hat auch was mit den Konservierungsstoffen zu tun, die drin sind. Genauso wie Cola-Getränke, die sind ebenfalls sauer. Und dann geht es zum Basischen. Es gibt Basentees. Wir haben ionisiertes Aktivwasser mit basischen pH-Werten. Und was jetzt hier nicht zu sehen ist auf der Skala, hätte ich noch draufmalen sollen, kommt man dann später drauf. Wenn man das Blut anschaut, unser Blut, das liegt ungefähr hier, wo ich gerade mit dem Maus herunterfahre. Also Blut hat einen moderat basischen pH-Wert. Das ist auch ganz wichtig, genauso wie unsere bedeutungsvollen Körperflüssigkeiten ebenfalls alle basisch sind, also Rückenmarksflüssigkeit und auch die Lymphe, all das sind basische Flüssigkeiten und die müssen es auch so sein. Gilt übrigens auch, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, gilt übrigens auch für unseren Speichel. Auch der sollte unbedingt basisch sein, weil dann, wenn er sauer ist, dann kann er den Zahnschmelz angreifen und wir kriegen dann unter Umständen Kümmernisse mit Karies. Was den Redoxwert anbelangt, da ist es im Prinzip so ähnlich wie mit dem pH-Wert auch. Auch das können wir uns gleich nochmal anschauen, wie das der Redoxwert oder auch ORP-Wert. Das ist eine Abkürzung, ORP-Wert für Oxidationsreduktionspotenzial. Und Oxidation, das steht für Verrosten und Reduktion steht für Entrosten. Und je stärker die entrostende Kraft einer Flüssigkeit ist, umso besser ist unsere Zelle vor freien Radikalen geschützt. Kleine Zellschädlinge, die bei Stoffwechselvorgängen entstehen. Gucken wir gerade nochmal auf das Chart drauf. Und da kann man das eben auch ganz gut sehen. Normales Trinkwasser ist in etwa neutral, was das Oxidieren oder Reduzieren anbelangt. Und dann fängt es an, dass die Oxidationskraft immer größer wird, je höher diese Spannung hier ist, die man messen kann. Und bei stark reduzierenden Flüssigkeiten, bei ionisiertem Aktivwasser, da liegt der Messwert bei minus 400 Millivolt. Also da kann man sehen, da gibt es einen Elektronenüberschuss. Und das gilt auch für Vitamin C aus der Acerola-Kirsche zum Beispiel. Auch da hat man einen negativen ORP-Wert.
Negativer ORP-Wert heißt in der Praxis eine starke zellschützende Wirkung. Ich sage immer gerne, das Aktivwasser ist so clever wie Vitamin C, weil es eben die Zelle vor freien Radikalen schützen kann. Mein Name ist Johannes Heppenheimer. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie man die Wirkung von basischem antioxidativem Wasser belegen kann mit einem einfachen Experiment. Dabei benutzen wir zum einen gefiltertes Wasser, wir benutzen basisches Aktivwasser, wir setzen Vitamin C und Jodtinktur ein. Im Einzelnen werde ich Ihnen die Schritte erklären, wenn wir das Experiment durchführen. Zunächst zapfe ich ein wenig gefiltertes Wasser aus dem Aquium. Gefiltertes Wasser. Gefiltertes Wasser fließt heraus. Die Wasserzufuhr stoppt. Jetzt nehme ich eine Probe von basischem Aktivwasser. Basisches Wasser, Stufe 3. Funktionswasser fließt heraus. Die Wasserzufuhr stoppt. Jetzt sehen Sie hier die beiden Wasserproben und ich gebe jetzt in jede Wasserprobe einige Tropfen Jodtinktur hinein. So, das waren in beiden Proben 7 Tropfen und wir sehen schon, wenn wir mal hier umrühren, in dem basischen Aktivwasser bleibt alles klar und im gefilterten Wasser sieht man die Färbung durch die Jodtinktur. Warum bleibt das basische Aktivwasser klar? Das ist ganz klar. Die Jodtinktur hat eine starke oxidative Wirkung, soll also Keime und Bakterien zerstören und das basische Aktivwasser hat eine starke antioxidative Wirkung, was eben dafür sorgt, dass das Oxidative im Falle unseres Körpers die Zellaggressoren, die freien Radikale, bekämpft werden. Jetzt zeige ich Ihnen, wie man das belegen kann, indem ich in die Probe mit dem gefilterten Wasser ein wenig Vitamin C hineinrühre, mit einer starken antioxidativen Wirkung. Und schon sehen Sie, wird auch hier das Wasser klar. Ja, einfaches Experiment. Große Wirkung und man sieht ganz gut, dass basisches Aktivwasser einen ganz ausgezeichneten Nutzen für unseren Stoffwechsel hat. Danke fürs Zuschauen. Ja, echt total spannend. Und ich habe ja dann eben auch den pH-Test mit dem Kohlensäurewasser, also mit dem Sprudel gemacht und ich war erschrocken, wie sauer das tatsächlich ist. Also es ist ja doch noch niedriger der Wert wie das Wasser aus der Osmoseanlage durch das Kohlendioxid, wie du ja schon erklärt hast. Und es ist deutlich zu sehen, dass tatsächlich die basischen Wässer eben dieses Minuspotenzial vorne dran haben. Habe ich ja mit dem pH-Wert, mit dem Redox-Messgerät habe ich das feststellen können. Also das ist ja auch im Test deutlich zu sehen. Und ja, ich finde es sehr, sehr interessant, denn ich finde letztendlich habe ich mich auch umgehört, nicht wirklich sehr viel Wissenswertes zu diesem Thema Aktivwasser. Kommt wahrscheinlich erst auf, ist vielleicht Aquio noch einer der führenden Firmen, die sich darum kümmert und die Zukunft ist basisch, das habe ich also schon von vielen gehört, also es gehört ja auch alles letztendlich zu unseren Erfahrungen der Trennung, die wir alle gesamt machen wollten und deswegen bin ich natürlich jetzt auch sehr dankbar, dass ich das basische Aktivwasser für mich jetzt testen darf und bin ja nach wie vor noch im Testen und im Ausprobieren und aktuell mache ich jetzt, nachdem ich das Wasserstoffwasser ausprobiert habe, wo ich also deutlich gespürt habe, was es mit mir macht, bin ich jetzt im Moment dabei, die basische Entsäuerungskur zu machen und da bin ich auch sehr gespannt, was da mit mir passieren wird. Da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Zum Thema Redoxpotenzial habe ich nochmal ein Bild mitgebracht, das wir uns kurz angucken können. Es gibt einen Forscher, das ist der Professor Sanetaka Shirahata, den ich das große Vergnügen hatte, persönlich kennenzulernen. Das Foto, das hat mein Freund und Kollege Gottfried Rottel geschossen. Da waren wir zusammen in Nordenau
und haben die Gelegenheit genutzt, uns mit ihm ausgiebig zu unterhalten. Und er hat herausgefunden, er ist Zell- und Molekularbiologe, inzwischen emeritiert an der Kyushu-Universität in Fukuoka. Er hat herausgefunden, dass basisches Aktivwasser die Menge an freien Radikalen in der Zelle um etwa 30% senkt, Vitamin C schafft 20% und andere Wässer dann eben auch gar nichts. Ich hatte der Professor Shirata war dann später auch zu einem Vortrag und zu einer Pressekonferenz. Das hat den Hintergrund, dass in dem Schieferstollen in Nordenau eben auch dieses reduzierte Wasser, so heißt es in Wissenschaftskreisen, vorkommt. Und da gibt es ein Fernsehinterview, das ich versuche mal kurz einzuspielen. This water can Wir haben ganz klar festgestellt, dass reduziertes Wasser aus Nordenau eine heilende Wirkung auf erkrankte Zellen hat. Das Immunsystem wird ebenfalls gestärkt. So werden auch Menschen geheilt, wenn sie das Wasser trinken. In der japanischen Stadt Hita berichtet der Professor auf der anschließenden Pressekonferenz, gibt es ein ähnliches Phänomen. Dort wird das Wasser in viel größerem Maß genutzt und verkauft. Bei der Behandlung von Krebserkrankungen wird es sogar gezielt eingesetzt. In Japan trinken viele Menschen reduziertes Wasser, ca. 2 Liter am Tag, einfach weil es ihnen gut tut. Wenn Menschen an Krebs erkranken, trinken sie 4 oder 6 Liter am Tag und viele werden geheilt. Das ist wirklich ein erstaunliches Phänomen. Ja, lieber Johannes, da hätte ich natürlich auch wieder eine Frage. Und zwar, kannst du noch mal genau was erzählen zum Thema dem Redoxwert und den freien Radikalen? Das hören wir ja auch ganz viel. Was bedeutet das denn jetzt? Redoxwert, das haben wir ja schon ein bisschen behandelt. Und freie Radikale, interessant. Gute Frage, weil das wirklich ein Thema ist, mit dem man sich so ein kleines bisschen beschäftigen kann. Wenn wir essen und trinken, dann schafft es unser Stoffwechsel aus dem, was wir essen und trinken, die körpereigene Energie zu erzeugen, die uns am Leben erhält. Und ich mag da mal so einen kleinen Vergleich machen. Wenn wir zu Hause einen Kaminofen haben und packen da gutes abgelagertes Buchenholz hinein, dann wird aus dem Schornstein im Haus nur wenig Rauch herauskommen und der Kamin bleibt im Wesentlichen sauber und es gibt auch wenig Asche. Wenn wir aber zum Baumarkt fahren und dort aus dem Altholzcontainer kunststoffbeschichtete Pressspanplatten holen und Ähnliches und das verbrennen, dann brennt das natürlich auch, gibt aber nicht so viel Wärme. Und wenn wir zum Schornstein hochgucken, dann sehen wir, da kommt schwarzer Rauch raus. So ähnlich ist das mit dem, was wir essen. Wenn wir die bilanzierte McDonald's-Diät pflegen, die habe ich hier mal beispielhaft dargestellt, auf der Folie ganz unten in der Mitte. Wenn wir die bilanzierte McDonald's-Diät pflegen, dann haben wir natürlich die Herausforderung, dass unser Stoffwechsel mit mehr Stoffen belastet ist, die uns wenig nutzen und eher schaden. Und dann passiert es in der Zelle eben tatsächlich, dass nicht alle Sauerstoffteilchen vollständig umgewandelt werden können zur Energie. Das ist wie beim Kaminofen auch. Da gibt es Kohlenstoff und Sauerstoff, die zusammen reagieren. Und dann wird dabei Wärme frei für unseren Stoffwechsel Energie. Und es bleibt ein bisschen was übrig, was wir nicht so gerne haben. Das sind eben freie Radikale, freie Sauerstoffradikale. Genau genommen. Und diese freien Sauerstoffradikale, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht mehr vollkommene Sauerstoffteilchen sind. Denen fehlt was zum Glücklichsein im Leben. Und weil das eben so ist, eilen die mit großer Schnelle durch die Zelle und versuchen das, was ihnen fehlt, sich irgendwo zu stehlen. Und dabei beschädigen sie Lipidmembranen, beschädigen unsere Erbinformationen und andere wichtige Zellbausteine, die dann ihrer ursprünglichen Funktion nicht mehr nachkommen können. Kurzum, die freien Radikale, die sind für unsere Gesundheit, wenn sie eine bestimmte Menge überschreiten, gefährlich. Und deshalb ist es wichtig, die durch Antioxidantien im Griff zu halten. Warum ist das heutzutage besonders wichtig? Naja, wir leben in einer Welt, in der wir
ganz vielen Einflüssen ausgesetzt sind, auf die wir keinen Einfluss haben. Viele Menschen nehmen Medikamente, die Nebenwirkungen haben, die auch mit vermehrter freien Radikalbildung einhergehen können. Wir haben Unkrautvernichtungsmittel, Pflanzenschutzmittel, wir haben Stress, wir haben alle möglichen Energieerzeuger, die nach wie vor noch mit nicht regenerierbaren Energien arbeiten, nicht erneuerbaren Energien arbeiten, die in die Umweltstoffe abgeben, die freie Radikale begünstigen. Wir haben Mobilfunkantennen allenthalben, WLAN und anderes mehr. Wir haben Plastikspielzeug aus dem fernen Osten, das belastet ist. Und so sind wir schon umgeben von Dingen, die das Bilden von freien Radikalen einfach begünstigt. Und ich glaube, so ein wichtiger Punkt für mich ist eben auch, wenn ich heute in eine Großstadt hineinfahre, dann kommt oftmals das Schild, Achtung, Feinstaubbelastung in der Luft ist so groß und ich atme trotzdem weiter, aber mit dem Feinstaub habe ich auch wieder jede Menge freier Radikale eingeatmet. Und ganz interessant, wer so ein Smartphone besitzt, da gibt es inzwischen auch Apps, wo man sehen kann, wie die Luftqualität ist. Und da kriegt man dann schon einen kleinen Schreck, wenn man sieht, wie so die Feinstaubbelastungen sind. Das sind alles Dinge, die wir in irgendeiner Form aktiv angehen müssen, um gesund zu bleiben. Und ich glaube, da gibt es noch einen wirklich wichtigen Aspekt, den wir im Kopf haben müssen. Wenn wir mal ein paar hunderttausend Jahre zurückblättern, als wir noch Jäger und Sammler waren, da war die Welt im wahrsten Sinne des Wortes noch in Ordnung. Und irgendwann wurde uns das zu unbequem und wir haben angefangen, zu Ackerbau und Viehzüchter zu werden. Wir haben gelernt, dass man Eisenerz zu Stahl schmieden kann. Vorher haben wir Kupferschwerter zusammengeschmiedet. Wir haben die Dampfmaschine erfunden, den Buchdruck. Und wenn wir mal die letzten 50 Jahre anschauen, dann sehen wir, dass wir die letzten 50 Jahre die Welt in einer Schnelligkeit und Intensität verändert haben, wie in den letzten 250.000 Jahren zusammengerechnet nicht. Aber wir haben nicht genügend Zeit gehabt, unseren Stoffwechsel entsprechend zu adaptieren und anzupassen. Deshalb müssen wir dem helfen, dass der Alterungsprozess nicht unnötigerweise schnell voranschreitet, dass wir gesund bleiben. Und das geht eben nur mit wertvollen, guten Antioxidantien. Und das wiederum, das ist für mich was wirklich Faszinierendes. Wasser trinken, das müssen wir regelmäßig, weil es zwingend für unseren Stoffwechsel geboten ist. Und wenn wir ein Wasser haben, das voller Antioxidantien steckt, hey, einfacher geht's doch nicht. Ja, vielen Dank nochmal für diese ausführliche Erklärung. Ich glaube auch für alle interessant, das nochmal gehört zu haben, was es wirklich bedeutet. Und jetzt kommen wir so langsam eben noch weiter in die, ja, in das präventive Wasser. Und wir haben ja auch noch das Frequenzmodul bei Aquion. Und da ist natürlich auch spannend zu wissen, was hat denn das für einen Sinn? Was habt ihr euch dabei gedacht? Was sind das für Frequenzen und wie kommen die ins Wasser rein? Und vor allen Dingen, bleiben die dann auch da drin? Denn ich könnte ja jetzt auch hergehen und mein Glas Wasser neben den Lautsprecher stellen, dann habe ich ja auch, oder in die Klangschale einfüllen, habe ich auch schon gemacht. Genau. Und das dann trinken. Und was ist denn da jetzt das Besondere an den Frequenzen, die Aquion verwendet oder die ihr verwendet? Ja, also tatsächlich ist es so, dass Schwingungen von großer Bedeutung sind. Das betrifft natürlich Klangschale, auch eine wichtige Schwingung, die man erzeugen kann. Aber bei den Schallwellen ist es eben so, die können zwar auch durch Wasser transportiert werden und auch im Wasser sich entsprechend analog wie in der Luft fortpflanzen. Aber sobald man den Klang ausschaltet, sind die auch wieder verschwunden. Und der Gedanke war zu sagen, wie kann man denn eine gute Schwingung im Wasser transportieren, dass die auch dauerhaft drin bleibt. Und dann sind wir dabei auf die Arbeiten von Professor Popp gestoßen und auch von Professor Pollack. Da haben wir gelernt, dass Infrarotlicht hier eine besondere Rolle spielt. Das hat aus meiner Sicht dann auch gleich damals, als wir uns damit beschäftigt haben, einen doppelten Charme gehabt.
Zum einen hat der Herr Pollack gezeigt, dass infrarotes Licht im Wasser gut gespeichert wird und auch transportiert wird und das immer schön mitgenommen werden kann. Nämlich im Unterschied zu Schallwellen hat Licht zwei Eigenschaften. Es ist eine schwingende Welle, wie die Schallwelle auch, aber Licht ist auch physisch vorhanden. Das heißt, es gibt auch Lichtteilchen und die sind eben da. Und wenn sie da sind, verschwinden sie nicht wieder. Wenn sie einmal im Wasser drinstecken, dann bleiben die Photonen eben auch da im Wasser drin. Das war das eine, was tatsächlich faszinierend war. Und das zweite, dass infrarotes Licht ja schon mal ganz per se eine ganz bestimmte physiologische Wirkung hat. Also Sie kennen das wahrscheinlich alle. Ja, infrarotes Licht aktiviert den Zellstoffwechsel, die Gefäße werden erweitert, Entzündungsreaktionen werden verstärkt, damit die Entzündung erfolgreich vom Körper bekämpft werden kann. Unsere Nervenflüssigkeit, da wird die Fließfreude erhöht, also die Viskosität wird kleiner. Bei der Muskulatur, die entspannt, der Tonus senkt sich. Die Nervenleitgeschwindigkeit, die erhöht sich. Der antioxidative Schutz wird verstärkt. Und das gesamte humorale Immunsystem, also unser komplexes Immunsystem, das wird stimuliert. Und das finde ich eben noch einen besonderen Charme, dass man eben quasi zwei Dinge mit einem Licht bewirken kann. Zum einen diese Wirkung des infraroten Lichtes und zum anderen haben wir natürlich das Infrarotlicht dann auch nochmal moduliert mit verschiedenen Schwingungen, mit verschiedenen Frequenzen, die dann auch nochmal ganz gezielt innerhalb unseres funktionierenden Stoffwechsels dann auch ihren Nutzen entfalten können. Da freue ich mich, wenn die Claudia dann dazu noch ein bisschen was erklärt, weil da steckt sie gut im Thema drin und kann das ganz hervorragend ausführen. Und wie man das macht, dass dieses Licht ins Wasser kommt, das ist auch gar nicht so schwierig, wenn man sich ein paar Gedanken dazu macht. Wir haben ein spezielles Leuchtmittel, das eben dieses infrarote Licht erzeugen kann. Und das ist so an dem Ausgang der Wasserzelle im Aquion installiert, dass eben das infrarote Licht direkt ins Wasser hineinstrahlen kann, dort auch mit seinen Photonen verbleibt und auch die entsprechenden Schwingungen transportiert. Ja, lieber Johannes, ich möchte nochmal drauf zurückgreifen, auf das Informieren jeglicher Art von Osmosewasser. Also wenn ich jetzt eine Osmosewasseranlage habe und die hat dann einen Argonstrahler oder einen Strahler, wo letztendlich das Wasser belebt wird, noch zusätzlich mit der Technologie nach Wilhelm Reich, da gibt es ja auch einige Dinge. Dann haben wir die Verwirbelung nach Viktor Schauberger, dann haben wir eventuelle Informationen mit Infrarot oder mit Frequenzen. Sind denn solche, ich sag mal ganz allgemein, Wasserinformationen, ist sowas mit Osmosewasser möglich bei so einem geringen Leitwert mit so wenig Mineralien drin? Geht es dann überhaupt? Also tatsächlich ist es technisch möglich, auch Umkehrosmose Wasser mit Energien zu beaufschlagen. Das ist kein riesiges Problem. Die physikalischen Eigenschaften des H2O-Moleküls sind ja dafür relevant, die Eigenschwingung des Wassers. Und die sind auch da, auch wenn jetzt in dem Wasser keine Mineralstoffe gelöst sind. Aber das ist ja gar nicht der entscheidende Punkt. Wir haben ja immer zu beachten, dass wir, wenn wir Wasser trinken, über ein multifaktorielles Phänomen zu sprechen haben. Multifaktoriell heißt, es gibt energetische Aspekte, die zu beachten sind. Es gibt physikalische Aspekte, die zu beachten sind. Und es gibt chemische Aspekte, die zu beachten sind beim Wasser. Und wenn ich nur einen dieser Aspekte nicht auf physiologische Bedürfnisse abgezielt habe, hat das Wasser schon nicht mehr die ideale Eigenschaft, um für unseren Stoffwechsel besonders dienlich zu sein. Und das ist eben das wirklich Spannende, das Besondere am basischen Aktivwasser, dass es aufgrund seiner chemischen, physikalischen und auch energetischen Situation, insbesondere wenn wir über das Aquion-Lichtwasser sprechen,
alle Bedürfnisse, die in unserem Stoffwechsel stecken, auf unvergleichliche Weise befriedigen kann. Ich denke, das ist der zentrale Aspekt, der uns da bitte immer im Kopf sein soll. Ja, super. Lieber Johannes, dann fand ich das jetzt auch echt nochmal sehr, sehr interessant, das so genau erklärt zu bekommen. Und ich freue mich dann natürlich auf die Frequenzen, was die Claudia uns da dazu erzählen wird. Ja, möchtest du denn uns noch eine Botschaft mitgeben? Hast du uns noch was zu sagen, bevor die Claudia dann weitermacht? Gerne. Man kann natürlich, wenn es um das Thema Wasser geht, mit missionarischem Eifer in die Welt eilen und versuchen, die allheilbringende Wahrheit zu verkünden. Aber ich glaube, das ist es nicht. Es gibt was anderes, was wichtig ist. Ich beschäftige mich seit Mitte der 1980er Jahre mit dem Thema Gesundsein und gesund bleiben. Habe auch mal ein Buch darüber geschrieben, Thema Vollwertsport. Wir haben mit anderen Wissenschaftlern zusammen ein Gesundheitsförderungskonzept entwickelt, wo natürlich auch Wasser eine Rolle spielte. Damals gab es unglücklicherweise noch kein basisches Aktivwasser, aber es gab schon Destillationsgeräte und erste Umkehrosmoseansätze, wo die Wissenschaftler, das waren damals Professor Leitzmann und auch Professor Elmatfer von der Uni Gießen, gesagt haben, mal lieber nicht, besser mineralreiches Wasser, weil das für unseren Stoffwechsel wichtig ist, trinken. Kurzum, das Wasser begleitete mich viele Jahre und als ich dann das basische Aktivwasser kennenlernte, wurde mir schnell klar, dass das für uns Menschen die beste Wasserlösung ist. Weil wenn das nicht so wäre, dann würden wir heute über Fritz-Müller-Wasser sprechen oder über Umkehrosmose-Wasser oder über irgendeine andere Wasseraufbereitung. Das tun wir aber nicht, weil ich mich sehr intensiv mit forschendem Geist um die besten Nutzen von Wasser gekümmert habe und da nach wie vor sehe, dass die bei basischem Aktivwasser liegen. Mein Wunsch an die Menschen ist relativ einfach. Das ist immer so schwierig, wer so einen geraden Blick hat, einmal seine Scheuklappen ein bisschen aufzumachen und nach links und rechts zu gucken. Dazu möchte ich einfach einladen, die Dinge zu probieren und zu gucken, was mir wirklich gut tut. Und ich weiß, dass es immer schwierig ist, man muss was verändern in seinem Leben, man muss was tun. Aber nur dann, wenn man etwas tut, kann ich etwas verändern und auch etwas zum Guten führen. Wenn ich immer statisch bei der Stange bleibe, dann werde ich auch das Gute möglicherweise nicht in mein Leben hineinlassen können, wenn ich ihm keinen Raum gewähre. Das ist mir einfach ein wichtiges Anliegen, Menschen zu motivieren, zu sagen, Mensch, es gibt bestimmt noch was anderes als das, was ich im Moment denke oder tue. Und ich probiere das einfach mal aus, um zu sehen, dass da sicher was dabei ist, von dem ich mehr habe, als von dem, was ich bisher nutze. Dankeschön. Super, lieber Johannes. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, liebe Claudia, dann kommen wir jetzt mal zu deinem Spezialgebiet. Wie der Johannes schon gesagt hat, hast du dich ja sehr mit den Schwingungen, mit den Frequenzen beschäftigt. Und unser beides Thema ist ja auch immer wieder, so sind wir auch über den Selbstwertkongress zusammengekommen, wie können wir am besten bei uns bleiben? Und da hast du dich jetzt mit den Schwingungen und mit den Frequenzen beschäftigt und da sind wir natürlich sehr gespannt, was du uns dazu berichtest und vor allen Dingen, um welche Frequenzen handelt es sich denn, mit denen ihr bei Aquion arbeitet und wieso und warum genau die? Was hat es damit auf sich? Liebe Silvia, ich danke dir. Ja, das Thema Licht und Frequenzen, das beschäftigt mich schon sehr, sehr lange. Und vielleicht nochmal ein kurzes Statement. Für mich ist Wasserstoff, Licht, Frequenzen, das ist einfach die Zukunft. Und wenn wir jetzt ein Wasser haben, das uns auf physikalischer Ebene einfach hilft, mehr im Gleichgewicht zu sein, das heißt, soll die Basenhaushalt wieder ins Gleichgewicht bringen, dann können wir mehr bei uns sein. Und einfach natürlich auch Wasserstoff im Sinne von Lebenskraft, Lebensenergie. Das ist wirklich wie Kaffee trinken, nur ohne Nebenwirkung. Und wenn wir diese physikalische Ebene einmal haben und die uns dann begleitet und nun ergänzend zum nächsten Teil Licht und Frequenzen, dann haben wir auch auf energetischer Ebene etwas, das uns dabei hilft, eine innere Ordnung wiederherzustellen. Denn wenn wir die innere Ordnung herstellen,
äußert sich auch oder zeigt sich das auch in einer äußeren Ordnung. Und das finde ich so faszinierend. Das hat der Professor Edinger auch mal gesagt, Energie ist genügend vorhanden, wir müssen nur wieder die Ordnung herstellen. Und ja, wenn wir eben dann wieder alles in Ordnung gebracht haben, sind wir mehr bei uns. Mehr bei sich sein bedeutet, wir streiten weniger, wir sind harmonischer, ja, wir haben wieder unsere Intuition, wir sind wieder kreativ, wir sind einfach wieder wir als Kind. Wir als Kind heißt, ja, wir sind eben wieder diese, haben wieder diese Leichtigkeit, die ein Kind ausstrahlt. Und das fasziniert mich und deshalb beschäftige ich mich da einfach auch sehr damit. Und um es nun einfach so einzuleiten, Frequenzen, ja, haben wir zum Beispiel in der Musik. Und hier starte ich einfach mal die Präsentation. Ja, in der Musiklehre ist das schon seit Tausenden von Jahren bekannt. Solveggio. Solveggio ist also diese Tonleiter Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Und würden wir das also messen, also dieses Do, das hat der Nikola Tesla natürlich alles ausführlich gemacht, dann würden wir feststellen, dass dieses Do genau in 396 Hertz schwingt. Das Re in 417, das Mi in 528 Hertz und so weiter. Das habe ich hier mal in einer Skala. Also diese Frequenzen sind sozusagen genau aufgebaut. Und wenn wir die in einer Quersumme sehen würden, mal ganz kurz, dann haben die immer, sind die immer durch drei teilbar. So mal ganz kurz am Rande. Und wenn wir also jetzt wieder unsere innere Ordnung herstellen wollen, dann können wir diese Frequenzen wochenweise trinken, sozusagen wie ein Dirigent unser inneres Energiesystem wieder stimmen. Und das mag ich euch jetzt ganz kurz zeigen. Mit der 396 Hertz können wir zum Beispiel auf der physischen Ebene dann wieder in Ordnung bringen, wenn wir etwas mit Nebennieren, der Rückenmark oder Essstörungen haben. Und auf der geistigen Ebene unterstützt uns diese Frequenz, dass wir unsere Sorgen, Ängste und Blockaden wieder auflösen. Also es beginnt sich wirklich aufzulösen, denn energetisch gesehen sitzen die Ängste, Sorgen, Blockaden, Glaubensmuster und die ganzen Blockaden im Wurzelchakra, also in unserem Beckenboden. Und das lässt sich eben mit der Frequenz 396 Hertz sehr gut harmonisieren und ausgleichen. Und mit der Frequenz 417 zum Beispiel können wir auf der physischen Ebene unsere Brustdrüsen, Eierstöcke, Nieren unterstützen oder einfach auch die Keimdrüse, Genitalien und so weiter. Und auf der geistig-seelischen Ebene hilft uns diese Frequenz, wieder in die Verbindung zu kommen. Ich nenne das immer, ja, wir werden stabiler, wir spüren das auch. Wirklich, probiert das mal aus. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das Aquion immer circa 14 Tage kostenfrei zu testen, also inklusive Installation. Und dann spürt ihr das einfach. Beim Trinken dieser Frequenz habe ich ganz klar eine Stabilität gespürt, eine Stärkung. Und es unterstützt uns einfach auch wieder, die eigene Wertschätzung zu kommen. Bei der Frequenz 528 Hertz, da geht es ganz klar ums Urvertrauen auf der geistig-seelischen Ebene, um DNA-Heilung. Und wir erkennen wieder, dass wir Schöpfer sind. Wir sind also nicht Opfer oder Täter, wir sind Schöpfer, das ist alles außerhalb der Dualität. Das finde ich immer sehr wichtig, weil wir oft immer links und rechts hüpfen. Ja, einmal Opfer sind, einmal wieder Täter. Lasst uns in diese Ebene der Schöpfung hineingehen, dass wir das eben alles selber kreieren. Und auf der physischen Ebene unterstützt uns diese Frequenz eben bei Magengeschwüren, Gallenstein, Diabetes, Krebserkrankungen und so weiter. Das habt ihr ja bestimmt schon gelesen. Mit der 639 Hertz, ja, da hat der Bruno Württemberger mal gesagt, wenn du weiter lügen und betrügen möchtest, wenn du ja Menschen weiter vorführen möchtest, dann trink auf keinen Fall Aquion. Wenn du aber wieder mehr bei dir sein möchtest, wenn du die Wahrheit sprechen möchtest, wenn du niemanden mehr vorführen möchtest, dann trinke Aquion und unterstütze dich mit diesen Frequenzen. Und so möchte ich das einfach mit dieser 639 Hertz, mit der Frequenz der Liebe, diese ja, Herzfrequenz einfach
in dem Satz zusammenfassen, Selbstliebe. Selbstliebe wieder zu uns, Selbstliebe zu Natur, zu Tieren. Ja, das entsteht in dem Moment einfach. Wir bekommen wieder kraftvolle Verbindungen und können gar nicht mehr streiten. Also das wirklich mal auszuprobieren, finde ich sehr interessant. Und auf der physischen Ebene geht es hier natürlich um Herz, Lunge, Blutdruckstörungen, Durchblutungsstörungen, Asthma und Allergien. Bei der 741 Hertz, da beginnen wir, die Zellen zu reinigen. Das empfehle ich immer ganz am Anfang, so circa 2 Wochen zu trinken. Einfach erstmal alles zu reinigen und danach jedes Chakra einfach durchzutrinken. Die 741 Hertz unterstützt uns auch, wieder in die Intuition zu kommen. Und sie unterstützt uns bei Elektrosmog. Dann natürlich auch die Zellverjüngung. Aber das habt ihr natürlich auch schon gelesen. Auf der physischen Ebene geht es hier um die Schilddrüse, um die Nieren, um Nebenhöhlen, um Entzündungen in der Mundhöhle und im Zahnfleisch. Und im Muskelsystem werden wir hier auch unterstützt. Die 852 Hertz ist dann die Frequenz, die auf Klarheit abzielt. Das heißt, wir erkennen, dass wir das mit den Ängsten, Sorgen und Blockaden gar nicht sind. Ja, dass das sozusagen Konstrukte sind, dass wir hier gar nicht bei uns waren. Und das zeigt sich dann immer mehr. Uns wird das einfach bewusster. Wir erlangen eine innere Klarheit. Und es eröffnet sich wirklich diese Tür zum höheren Bewusstsein. Und wir kommen von der Intuition in die Inspiration. Das heißt, wir haben diese weibliche Kraft, diese Intuition und bekommen auch diese männliche Kraft der Umsetzung. Denn was hilft uns, wenn wir nur Intuition dann haben, aber nicht diese Inspiration, diese Kraft, diese innere Kraft, das auch wirklich umzusetzen? Auf der physischen Ebene unterstützt uns die 852 Hertz dann eben alles, was mit dem Kopf zu tun hat. Kopfschmerzen, Migräne, Schlaganfälle, Epilepsie, Hirntumore und Augen, Ohren, Nase werden hier mit dieser Frequenz stimuliert. Die 963 Hertz hat der Nikola Tesla als Schlüssel zum Universum bezeichnet. Hier geht es um die Zirbeldrüse. Mit dieser Frequenz haben wir also die Möglichkeit, diese Zirbeldrüse wieder zu harmonisieren, sie zu aktivieren. Sie wird, wenn wir älter werden, immer kleiner. Und je nachdem, wie wir uns ernähren, wie wir leben, ja, ist sie schon wirklich sehr klein geworden. Und mit dieser Frequenz können wir sozusagen wieder zum Beispiel auf der physischen Ebene besser schlafen. Wir bekommen wieder, unsere Hormone werden wieder ausgeglichen. Das heißt, vor allem unser Melatonin, unser Schlafhormon wird damit wieder angeregt. Denn die Zirbeldrüse hat also diese Eigenschaft, Hormone zu steuern. Und auf der physischen Ebene haben wir dann einfach auch Immunschwächekrankheiten, Nervenleiden, zentrales Nervensystem. All diese Symptome können wir damit unterstützen. Und auf der geistig-seelischen Ebene geht es, wie gesagt, hier auch um den Schlaf, um den Biorhythmus, dass der wieder, dass der wieder reguliert wird und einfach auch dieses höhere Bewusstsein, das wir damit erlangen können. Wenn wir also dann alle Chakren wieder geordnet haben, im Sinne von harmonisiert und aktiviert, dann haben wir also wieder die Möglichkeit, mehr bei uns zu sein. Und mehr bei uns zu sein bedeutet dann eben wieder wirklich wir im Original zu sein. Und dann ist auch wieder alles, so wie bei einer Sinfonie, alles im Einklang, in Harmonie eben. Wir haben 9 Frequenzen beim Free Spirit, jetzt als Modell einfach mal kurz gesprochen. Wir haben ja mehrere Modelle und das ist sozusagen unser High-End-Produkt. 20 Jahre Forschung stecken da drin. Hier haben wir 9 Frequenzen. Die 8. Frequenz ist die 1024 Hertz. Die hat eben die Eigenschaft, dass sie dann alle Frequenzen, die wir jetzt geordnet haben, aktiviert und gleichzeitig im Flow hält. Ja, sie unterstützt uns, dass wir das sozusagen Dauer trinken können und all das wieder leben, was in uns steckt. Die 9. Frequenz, da hier kurz 2 Zitate von Paracelsus: unter allen Elixieren ist Gold das Höchste und das Wichtigste für uns. Gold heilt alle Krankheiten, es erneuert und stellt wieder her.
Hier geht es eben um das monoatomare Gold. Monoatomares Gold, ja, da, wenn man da im Internet forscht, da gibt es sehr viele Berichte darüber. Die Ägypter haben das zum Beispiel verwendet. Es wird gesagt, dass die Ägypter das eben zum Längerleben verwendet haben. Dann hat monoatomares Gold eben die Eigenschaften, dass sie Frequenzen ganz schnell hochtransformieren kann. Es hilft uns beim luziden Träumen. Das heißt, wir haben wieder Träume, an die wir uns erinnern und Träume, in die wir aktiv hineingehen können und die Regie übernehmen. Stellt euch das einfach vor, zum Beispiel bei bei Träumen, wo wir sagen, okay, hier ist ein Trauma, hier sind Ängste, Blockaden, dann können wir da also hineingehen und diese steuern und einfach auch wirklich Regie übernehmen. Nun habe ich euch also alle neun Frequenzen in Kürze gesagt, hier nochmal einmal zusammengefasst. Hier gibt es natürlich auch einen Aufkleber, solltet ihr euch für das Aquion interessieren, ist das alles dabei und ich hätte also das auch Ganze nochmal in einer Präsentation genauer erklärt. Und ja, vielleicht zum Abschluss an dieser Stelle noch, ändere deine Schwingung und du änderst dein Leben. Das kann ich also auch wirklich bestätigen aus vielen, vielen Erfahrungen mit Kunden und Kundinnen. Zum Abschluss habe ich hier noch ein Zitat von Dr. Merz, der auch das Aquion schon viele Jahre verwendet. Mit Aquion hast du deinen inneren Arzt und Heiler immer zu Hause. Also ich sage immer gerne, es ist wie eine Apotheke. Du drückst also drauf. Du hast eben die physische Ebene, wie gesagt, die dich ins Gleichgewicht bringt vom Aquion und dann eben einfach auch Licht und Frequenzen. Da drückst du einfach drauf und begleitest dich in deinem Leben. Es gibt dir Lebensqualität und unterstützt dich bei allen Schwankungen, die eben im Leben so vorkommen. Ja, liebe Claudia, das ist wirklich, es fühlt sich einfach schon mal richtig, richtig gut an. Und ich bin gerade sehr berührt, dass ich Teil Pionierin sein darf, sowas mit vorzustellen. Ich habe schon ein bisschen Erfahrung gemacht mit der türkisen Frequenz und wie gesagt, ich bin auch gerade noch am Testen. Sehr spannend ist ja, dass ich am 3.9.1969 geboren bin und tatsächlich Tesla irgendwo schon immer mit an Bord hatte. Ja, das ist jetzt einfach so mein persönliches Feedback an dich und ich bin sehr, sehr fasziniert und ja, fühlt einfach mal, was das macht und nehmt die Einladung an, ja, den Aquion zu testen, denn letztendlich bringt alles Verstandeswissen nichts, das habe ich jetzt mir selber wieder bewiesen, obwohl ich es ja eigentlich weiß, ja. All das Verstandeswissen nützt nichts, wenn nicht die Erfahrung dazu kommt. Ja, die Gnosis, die Erfahrung, das ist unser Leben und das ist letztendlich das, was zählt und die Weisheit, die wir daraus mitnehmen. Und deswegen, ja, vielen Dank. Unsere Wasserjourney, unsere Herausforderung ist jetzt echt zu einem super, super schönen Abschluss gekommen. Liebe Claudia, bin dir sehr dankbar und ich bin sehr, sehr gespannt, was weiter mit mir passiert, wenn ich weiter dieses wunderbare Wasser trinke. Ja, vielleicht noch kurz zum Abschluss, was immer so mein persönliches Highlight ist, ist einfach, wenn ich erleben darf, wie unsere lieben Herren der Schöpfung, ja, die einfach schon von Anfang an mehr so in den Verstand hineinkommen, in den Funktionieren, ja, weil sie einfach nicht so die Möglichkeit haben, so wie wir Mädchen, dass sie mehr bei sich bleiben dürfen, ja, weil dann oft schon gesagt wird, naja, du bist eine Memme oder ein Weich, nur weil sie mal Gefühle zeigen, so sind sie immer, ja, ziemlich schnell, wie gesagt, da reingerutscht in das Verstandorientierte hinein. Und wenn ich dann erleben darf, wie die Herren der Schöpfung wieder beginnen zu spüren, ja, zu fühlen, wahrzunehmen, das ist für mich immer das Highlight. Ja. Und wo ich dann einfach auch immer erleben darf, wie weniger gestritten wird, wie die Erwachsenen mehr bei sich sind und einfach auch mehr strahlen, ja, und so sich diese Ängste, Sorgen, Blockaden immer mehr lösen. Das sind einfach diese Dinge, das fasziniert mich. Und deshalb bin ich einfach auch so ein Fan von Aquion, nicht nur wegen meiner eigenen Geschichte,
sondern einfach auch, was es dann bewirkt. Und es ist einfach ein Geschenk des Himmels. Und von dem her, ja, bin ich zum einen Synthesia im Sinne von Synthesia TV, wie ihr mich kennt. Und das andere ist eben einfach diese persönlichen Erfahrungen seit über 12 Jahren mit Aquion hier als Begleiter persönlich. Ja, das gibt mir immer Kraft, das hält mich stabil im Sinne von Lebensenergie, Lebenskraft. Ja, von dem her kann ich das einfach nur empfehlen, auszuprobieren. Wie du sagst, liebe Silvia, das eine ist das Wissen und das andere ist das Forschen, das selber Erleben. Und das kann man einfach in 14 Tagen sehr gut erkennen, dass es einem gut geht, dass wir es gerne trinken, dass es uns ja, stabilisiert. Also ja, das möchte ich einfach an dieser Stelle nochmal so hinausrufen. Probiert es aus. Ich weiß, es klingt alles super und da könnte man sagen, naja, okay, ob das alles so stimmt und vieles klingt auch ungewöhnlich, vor allem das jetzt mit den Frequenzen vielleicht und mit dem Licht für diejenigen, die jetzt da noch nicht so offen sind dafür. Ja, öffnet euch dafür, probiert es aus. Das andere kennen wir, das ist, da können wir auch sofort wieder zurückgehen. Ja, also es ist einfach nur ein Forschen, wie ein Kind, das mal ausprobieren. Und dann erfüllt sich das sowieso von ganz alleine. Einstein hat schon gesagt, vor knapp 100 Jahren, die Zukunft der Medizin sind die Frequenzen. Ja, und das sind einfach Dinge, die können wir nicht einfach weg, die können wir nicht einfach verdrängen, sondern das ist was ganz Natürliches. Ja, und so sage ich einfach mal an dieser Stelle an dich, liebe Silvia, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du das einfach auch alles testest, dass du hier viele, viele, viele Tage deines Lebens jetzt in der Küche verbracht hast. Wir haben hier auch noch ein Foto, das wir einblenden. Da hat sich deine Küche in ein Wasserlabor verwandelt jetzt für einige Tage. Und es ist ja ein Geschenk, dass du in mein Leben gekommen bist, in unser Leben gekommen bist und dass du dich hier auch zur Verfügung stellst. Und ich wünsche mir, dass es spürbar ist, dass wir das authentisch, ehrlich und mit einer so gut wie möglich neutralen Intention einfach in die Welt bringen möchten. Und ja, so sage ich einfach Tschüss von meiner Seite und übergebe nochmal an dich, liebe Silvia, denn die Frage, die ich dir jetzt einmal noch stellen möchte, was ist denn so die Quintessenz, was du unseren Zuschauern mitgeben möchtest? Ja, ich kann einfach auch nur ganz ehrlich sein. Ich habe dich kennengelernt und ich bin immer offen und mir war auch irgendwo schon intuitiv klar, das mit meiner Osmoseanlage ist nicht mehr stimmig. Ich konnte aber, wie gesagt, aus Gewohnheit mich nicht wirklich davon trennen, weil ich ja irgendwo vom Kopf her auch überzeugt war. Nee, das habe ich x-mal abgeklärt, das ist in Ordnung und das passt. Und dann habe ich dich kennengelernt und du hast uns unterstützt mit dem Kongress und ich dachte, okay, also das ist jetzt wirklich eine Sache, scheint wohl tatsächlich auch für mich sehr, sehr wichtig zu sein. Gerade habe ich es auch nochmal erkannt mit meinem Geburtsdatum und den Videofrequenzen. Irgendetwas hat mich da tatsächlich sehr berührt, sodass ich mich darauf eingelassen habe. Und ich danke dir, dass du mich eingeladen hast, tatsächlich all das nochmal zu überdenken und dann eben auch auszuprobieren und zu spüren. Und mein Fazit ist eben einfach, Wasserfilter, ja, auf jeden Fall, ja, und ich bin auch sehr froh, dass wir aufgedeckt haben, dass wir eben keine Osmoseanlage brauchen, sondern dass wir wirklich, es gibt wirklich gute Kohlefilter, die all diese Anforderungen erfüllen, aber was für ein Wasser möchten wir denn trinken? Und es ist einfach wichtig, dass wir unser Bewusstsein weiterentwickeln und dass wir uns da gegenseitig fördern und ja, deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich mich darauf eingelassen habe und ich bin gespannt, wie es weitergeht und vielen, vielen Dank für die super tolle Unterstützung. Ja, was uns jetzt noch wichtig wäre und mir auch als Fazit für alle, die einfach weiterhin erstmal noch einen Kohlefilter nutzen möchten, was ja auch in Ordnung ist, bitte achtet darauf, dass ihr euch, wenn ihr euch für eine Firma und für einen Trinkwasserfilter entscheidet, das gibt es ja wirklich sehr viele, aber wichtig wäre,
dass ihr einfach einen unabhängig zertifizierenden Laborbericht habt, also wo für euren Filter einen Filterbericht. Ja? Denn da kann viel behauptet werden und da habt ihr es dann schwarz auf weiß, was kann euer Filter und was kann euer Filter nicht. Und ja, schön, dass wir da gemeinsam diese Reise machen und ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich da überhaupt dazu gekommen bin. Das ist mir zugefallen, ja, und ja, ich glaube, es war tatsächlich eine Fügung von oben. Danke, Claudia. Dann sage ich an dieser Stelle alles Liebe und bis zum nächsten Mal und du hältst uns einfach auf dem Laufenden, wie es dir geht. Mhm. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.